Hey guys, euer N-Smash wieder hier am Drücker mit ja, dem Finale von Shantae Half Genie Hero Hardcore Mode. Ja, im letzten Part haben wir uns in das Versteck von Risky gewagt. Wir haben Risky besiegt, doch es ist noch nicht vorbei. Risky spielt ihren letzten Trumpf aus und zwar dieses grauenvolle Dingenskirchens, welches mit ja, Laserstrahlen schießt. Aber Fireball Laser. Ja, wir müssen jetzt diese komischen Dinger hier angreifen, wenn sie alle, wow, wenn sie alle grün leuchten. Und damit der Dynamo Schaden bekommt. Während er diese Zahnräder auf uns schleudert. Sieg ist übrigens richtig cool. Toll. Ja. Ich muss noch zugeben, so ganz habe ich dieses Prinzip von diesem Boss nicht verstanden. Ob ich da irgendwie einfach nur einmal um ihn komplett rumlaufen muss, damit diese Dinger hier entstehen. What the fuck? Oder ich den Zahnrädern einfach nur ausweichen muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Dinger, die hier immer hoch und runter fahren, die kommen immer irgendwie random. Schnell, 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 schnell! Yes! Hat sich überladen und verliert ein Auge. Das kann ins Auge gehen. Ach, geile Mucke, ey. Richtig geile Mucke für so einen Endboss. Nee, ist klar. Ist okay, Leute. Ich bin kein Mechaniker oder so. Mit Zahnrädern kenne ich mich nicht aus. Hust, hust. Alter, sie kommen so über Kreuz. Wie willst du damit ausweichen? Hui, hui, hui. Wie habe ich das gemacht? Ah! Wow. Knapper geht's nicht. Knappe Kiste. Ja, könnt ihr jetzt mal bitte ausfahren, ihr komischen Dinger? Ah! Ui, 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 ui. Muss ich in die andere Richtung laufen? Lauf mal in die andere Richtung. Wie gesagt, dieses Prinzip von dem Boss, das check ich einfach nicht. Hoppala, 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 hoppala. Ja, jetzt hat. Und zack, 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 zack. Ja. Lieber hier warten. Man hat ja gemerkt, was für einen Schaden dieser Stromstoß macht. Hm? Ups. Und noch eins. Und ja. Oh, andere Richtung, schnell. Kriegen wir den einen noch? Nein, kriegen wir nicht mehr. Scheiße. Oh, was für ein Schaden das macht. Wartet mal. So. Regeneration. Ja, es sollte in diese Richtung laufen. Damit sich das Ding vielleicht wieder ausfährt. Ich habe hier keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Nur eine grobe Vermutung von mir. Oh Gott, ja. Alter, wie fies. Fahren die Dinge aus, kommt noch ein Zahnrad angeflogen. Wir haben es geschafft. Oder? War's das? Er überhitzt. Ja, yeah, Leute! Wir haben den Dynamo zerstört. Puh, das war knapp. Ich habe den Dynamo gerade noch rechtzeitig deaktiviert. Deaktiviert? Du hast ihn auseinandergenommen. Und im Genie-Reich herrscht wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Hm, Eierkuchen. Diese Stimme. Du hast tapfer gekämpft und so viel erreicht. Oh. Tochter der Genies. Du bist es. Die Stimme aus meinem Traum. Du hast tapfer gekämpft. Oh.
Hui! Wir sind im Genie-Reich. Unschwer zu erkennen an den vielen Genies. Im Namen des gesamten Genie-Reichs danken wir dir aus tiefstem Herzen. Nee, oder? Ist das das Genie-Reich? Leider. Das Verderben unserer Magie hat begonnen. Tu, was du tun musst, um den Frieden zu bewahren. Och nö, oder? Endlich habe ich es geschafft. Das eigentliche Herz des Reichs der Magie. Die Macht der Genies wird die meine sein. Jetzt folgt meinem Befehl. Unterwerft euch mir als euer absolute, als euren absoluten Herrscherin. Unterwerft euch mir als eurer absoluten Herrscherin. So. Was? Aber ich dachte, wir haben das Ding kaputt gemacht. Es ist alles so dunkel und die Genies sehen auch nicht gerade freundlich aus. Was geht hier vor? Nein! Es hat funktioniert! Die Macht der Genies ist die meine. Und die Welt wird vor mir niederknien. Die Lache mache ich jetzt bestimmt nicht. Ich habe keine Wahl, bevor Risky ihre Kraft nutzen kann. Ich muss es tun. Muss ich das Genie-Reich zerstören? Ist jetzt ein bisschen scheiße für uns, ne? Ach halt, Moment. Hier lang! Nein! Achso, wir müssen diese Genies jetzt angreifen. Ach komm, jetzt wirbelt denen sein Schild da so ekelhaft. Ja, gut. Wow. Komm, schnell! Geht down! Gut. Moment, komm gleich und zack! Ja, wir müssen die Genies hier angreifen, damit sie zu einer, keine Ahnung, Magie-Zauberkugel werden und die müssen wir dann auf den Dynamo schleudern, aber halt durch diese Lücke in seinem Schutzschild. Und zack! Man könnte sagen, dass das ein Secret Boss ist, welcher, also glaube ich zumindest, welcher nur erscheint, wenn man das Spiel wirklich zu 100% hat. Toll, das hat sie ihren Schutzschild wieder aktiviert. So, ich tue mal meine Magie wieder auffüllen, damit ich meinen Schutzschild wieder aktivieren kann. Schnell, der Genie hat kein Schild. Schnell, greifen! Und zack! Der nächste Genie da vorne, schnell dorthin laufen! Und zack! Also im Grunde ist dieser Boss auch nicht besonders schwer. Vor allem, wenn man den, ja, wenn man den Schild hat und einigermaßen gut zielen kann. Schnell, geh doch! Mann, schon sagen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann ich hätte mir selbst eine Ohrfeige gegeben. Und zack! Der nächste Genie will verkloppt werden. Oh Gott, jetzt ist dieser Schild wieder so schnell und zack! Es fehlt nicht mehr viel, Leute. Es fehlt nicht mehr viel. Oh, scheiße. Ich sollte auch mein Schild aktivieren. Verdammt. Da. Okay. Schnell. Komm, schnell. Und rein dran. Die Genie da vorne. Schnell. Chantel, lauf. Nimm die Beine in die Hand. Und klatsch ihm das Ding in die Fresse. Das war's, Leute! Wir haben den Dynamo jetzt endgültig besiegt. Und das Genie-Reich, naja, haben wir es gerettet? Du Schwachkopf! Du elendiger, aufdringlicher Zwerg! Du hast alles ruiniert! Mein perfekter Plan! Ich hatte beinahe alles, aber jetzt werde ich das Vergnügen haben, euch direkt in euer feuriges Grab zu werfen. Ja, lach mal ruhig.
Das ist jetzt nicht so schön. Ich muss hier raus. Der Zombie-Hamster. Hm? Was ist das? Du hast Zombie-Hamster. Ja, er ist zwar tot, aber wir können ihn hier nicht draufgehen lassen. Ich weiß, ist ein bisschen widersprüchlich, aber egal. Halt dich gut fest. Wir kommen hier raus. Schnell! Ja, es gibt jetzt noch eine kleine schöne Rutschpartie. Hatten wir schon lange nicht mehr. Hui! Mit deutlich ekelhafteren Sprungeinlagen. Der Vulkan ist so ein bisschen am Ausbrechen. Kann man unschwer erkennen an der Lava hinter uns. Ui, 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 ui. Hui! Ach ja, diese Passagen hasse ich, wo wir uns an diese Ringe dran heften müssen. Das war jetzt bei dem Abschnitt zwar noch nicht wirklich nötig, aber das kommt noch. Ringe! Ja, das ist so eine ekelhafte Stelle. Uff, okay. Ich weiß nicht, wie oft ich bei der Stelle draufgegangen bin. Zack! Und huia! Huia! Komm schon, es ist nicht mehr weit. Wir haben es gleich geschafft. Shantay! Es wäre jetzt so lächerlich, wenn ich kurz vor Schluss noch draufgehen würde. Aber das tue ich nicht! Leute! Das war's. Wir haben Risky aufgehalten, den Dynamo zerstört und ja, aber wie sieht's mit dem Genie-Reich aus? Wir haben es geschafft. Das war knapp. Zu knapp. Danke für den Flug, Sky. Jemand muss dich ja im Auge behalten. Botti, Bolo. Sieht so aus, als wäre Sequinland wieder einmal gerettet. Jupp. Dank unserer Halb-Genie-Heldin. Hä? Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Warte kurz. Ah, verdammt. Falsche Figur. Bürgermeister? Also, Skaketan wurde mehr oder weniger repariert und die Stelle des Schutzgenies ist immer noch offen. Möchtest du Shantay etwas fragen, Bürgermeister? Okay, ich kann mir niemanden vorstellen, der qualifizierter ist als du. Kommst du zurück? Bitte, bitte. Ich war nie weg. Puh. Ich dachte schon, ich müsste mein kleines rotes Outfit anziehen und anfangen zu... anfangen zu tanzen, weißt du? Kopfkino. Oh, Bürgermeister. Sieht so aus, als wäre das nicht der Fall. Ja, wie auch immer. Begrüßt alle den neuen Schutzgenie von Scuttletown. Juhu! Ich denke, er hat eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Kinder! Ja, diesmal bin ich es. Zum Glück seid ihr in einem Stück wieder heimgekehrt. Als ich die Eruption gesehen habe, hatte ich schon befürchtet, wir hätten dich verloren. Mir geht's gut und Sigmundland ist sicher. Dank euch. Ich habe dieses Mal ziemlich viel geholfen. Oh ja, Bolo, oh ja. Allem in dem einen Modus, ja? Dem Friends to the End Mode. Ich fühle mich ziemlich heldenhaft, weißt du? Ich glaube, ich werde ein Dojo eröffnen und damit anfangen, die nächsten Helden zu trainieren. Oh, eine kleine Anspielung vielleicht auf einen kommenden Shantay-Teil? Man muss schließlich große Träume haben. Ich mache mich auf den Weg. Meine Brüder Abner und Poe, sie wollen das alte Anwesen in Norden renovieren. Wie cool! Ich werde ihnen helfen, aber dann... Ich glaube, ich werde die Zombie-Karawane suchen und ein bisschen auf Reisen gehen. Ich vermisse meinen Wagen und ich will mehr von der Welt sehen. Und? Ich will, dass du mitkommst.
Zombie-Roadtrip? Klar, warum nicht? Ich denk drüber nach. Pass gut auf... Pass gut auf Doki auf. Hast du diesen Zombie-Hamster? Hä? Wo's Hamster? Sag ich doch. Ich mach mich besser auf den Weg. Ich muss French füttern und sauber machen. Du hast mir nie erzählt, wie du es geschafft hast, ihn so groß zu bekommen. Das ist dein Geheimnis. Das ist Spezialfutter. Gesalzenes Karamell für Vögel. French ist verrückt danach. Haha, verstehe. Ich werde ihn wohl erstmal ziehen lassen, damit er ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringt. So wie ich French kenne, wird er nicht lange fort sein. Er mag dich. Und ich ihn auch. Stimmt's, French? Oh, komm ich auch endlich mal zu Wort, ne? Meine Güte, das hat aber gedauert. Was war das nur für ein Abenteuer? Hast du die ganze Zeit geschlafen? Oder warum fragst du so? Was mit dem Dynamo? Tut mir leid, Onkel. Nein, das ist schon in Ordnung. Bist du okay? Was ist wirklich passiert? Whiskey hat den Dynamo dazu verwendet, das Genie-Reich von Gut in Böse zu verwandeln. Für einen Moment war ich im Genie-Reich. Davon habe ich schon immer geträumt. Aber um Whiskey aufzuhalten, dafür musste ich... Nun ja... Sie sind alle weg. Es tut mir leid. Ich weiß, dass du nur getan hast, was du tun musstest. Was du tun musstest, verstehst du? Ich bin mir sicher, dass deine Mutter sehr stolz auf dich wäre. Wir sind alle stolz auf dich. Stolz auf sie. Was? Wir? Wieso, weshalb, warum? Ich frag, bleib dumm. Sie handelte selbstlos, um das Wohl anderer vor ihr eigenes zu stellen. Dann ist das Genie-Reich gerettet? Ja. Indem du unsere Magie gereinigt und sie gegen diese Maschine gerichtet hast, hast du uns alle gerettet. Wow! Dein Polarisierer hat echt abgeliefert. Hat echt abgeliefert, Onkel? Alter, diese, über diese Jugendsprache, ne? Ja, da hast du recht. Ja, das hat er. Und? Was ist mit meiner Mutter? Geht es ihr auch gut? Mutter ist gesund und munter im Genie-Reich. Sie hat sich den Schutz eurer Welt zur Lebensaufgabe gemacht. Sie und die anderen Genies müssen hier bleiben, wo ihre gemeinsamen Kräfte das Böse abwenden können, das in eure Welt eindringen möchte. Deshalb musste sie diese Welt vor langer Zeit zusammen mit den anderen Genies verlassen. Um uns zu beschützen? Ja, damit du mit deinem Onkel in Sicherheit aufwachsen konntest. Sie wollte, dass du das hier erfährst. Aber du musst erst im richtigen Alter sein, um die Bedeutung ihres Opfers zu erkennen. Ich verstehe. Du sollst auch wissen, dass du niemals allein bist. Es gibt eine spezielle Magie, ein Geschenk, das sie in deinem Herzen platziert hat. Echt jetzt? Deine Familie ist nie so weit weg, wie du vielleicht denkst. Sei dir sicher, dass sie bei dir ist. Immer. Und sie liebt dich von ganzem Herzen. Und jetzt muss ich ins Genie-Reich zurückkehren. Wenn du meine Mutter siehst, sag ihr, dass ich verstehe, was sie für uns getan hat. Und dass ich sie genauso sehr liebe. Das werde ich. Viel Glück. Dir auch. Komm schon, Onkel. Wo gehen wir hin? Feiern natürlich. Und wir finden dir ein neues, weniger gefährliches Hobby. Okay. Ha! Das erinnert mich daran. Ich habe vor kurzem die Pläne für ein sogenanntes Fahrrad aufgestöbert. Für mein nächstes Projekt werde ich dir eins bauen. Oh. Hey, Onkel, warte! Bis zum nächsten Mal, Tochter der Genies. Lebe wohl.
Oh yeah, Leute! Das war's, das war Shantae Half Genie Hero im Hardcore-Mode. Ich habe meinen Controller zur Seite gelegt und versuche mal so ein kleines Resümee über mein erstes eigenes richtiges Let's Play-Projekt zu nennen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieses Spiel das erste Spiel würde, was ich jemals Let's Playen würde, aber das war einfach so zu einem Zeitpunkt, wo ich dieses Spiel einfach gesuchtet habe und ich hatte einfach Bock drauf. Dieses Spiel ist einfach so ein geiler Titel. Er ist zwar kurz, aber wenn man das Spiel zu 100% haben möchte und wenn man sich noch die ganzen Zusätze holt, beziehungsweise sich die Ultimate Edition holt, wo schon alles mit dabei ist, dann ist das ein Spiel, was wirklich schon sehr, ja, was heißt sehr, aber schon eine Weile gehen kann. Und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, zu diesem Spiel zu kommentieren. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich an manchen Stellen wirklich so ein paar kleine Vorleseprobleme hatte. Aber ich denke, ich habe es hoffentlich ganz okay gemacht. Und dass ich so viel Stimmenvielfalt wie möglich mit reingepackt habe. Und vielleicht auch da und da ein bisschen Witz mit eingebaut habe. Im Grunde, es hat mir Spaß gemacht. Wirklich. Es war grandios. Es war mal eine mehr oder weniger eine neue Erfahrung für mich. Wie gesagt, ich war ja schon mal bei einem Let's Play als Gast dabei, beim guten Keanu. Aber jetzt mal mein eigenes Let's Play gemacht zu haben, das ist für mich schon ehrlich gesagt eine kleine, aber doch besondere Erfahrung. Und ich hoffe, dass dieses erste Let's Play Projekt von mir, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. So. Ich denke, viel kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Wenn euch das Spiel vielleicht jetzt gefallen hat, wenn ihr das Spiel vorher nicht kanntet und es vielleicht durch mein Let's Play entdeckt habt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle, weil ich ja so ein ganz kleiner YouTuber bin, ein Furz der YouTube-Welt bin ich ja eigentlich, so klein bin ich. Aber wenn ihr das Spiel noch nicht habt und ihr findet, es hat euch gefallen, dann kann ich euch nur empfehlen, holt euch das Spiel. Wenn ihr eine Switch habt, und dann holt euch die Ultimate Edition. Kostet wirklich nicht viel, kostet nicht die Welt. Und einfach nochmal danke an euch alle, an alle Zuschauer, die dieses Projekt verfolgt haben. Ich beende damit jetzt dieses Video und ja, ich sag's mal so, das Let's Play ist noch nicht ganz vorbei. Ne? Es wird nämlich noch ein Bonus-Part kommen, sagen wir mal so. Aber mehr werde ich erstmal nicht dazu sagen. Vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken, aber wie gesagt, es kommt noch ein Bonuspart. Spielzeit 6 Stunden, 47 Minuten und 54 Sekunden. Itemsammlung 100%. Ja, hier haben wir es nochmal weiß-gelb auf schwarz. Wir haben das Spiel, den Hardcore-Mode, zu 100% durchgezockt. Zwar nicht im Speedrun, aber immerhin zu 100%. Und das bedeutet... Ja, come on... dass wir dieses Bild hier freigeschaltet haben. Ich habe zwar schon freigeschaltet, aber es wird uns nochmal als freigeschaltet angegeben. Und dieses schöne Bild. Ja. So Leute, jetzt beende ich aber wirklich den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bei diesem Projekt zuzuschauen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und denkt dran, immer schön zocken, Leute. Ciao.